Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Sie und ich, wir verstehen uns hervorragend und möchten heute etwas sagen. Und jetzt bist du dran. Man kann Bier trinken, man wird nicht bestraft. Und dann hat man, keine Ahnung, 10 Gramm Gras dabei und dann wird man bestraft. Obwohl die quasi niemanden was tun, bekommen die dafür eine Strafe. So. Die Diskussion müsste ja heißen, was tun wir gegen diesen Missbrauch, und nicht zu sagen, weil die eine Problematik da ist, geben wir Cannabis frei. Das ist unlogisch. Ich bin auf der Wiesn, dem deutschen Volksfest. Hier ist es völlig normal, Drogen zu nehmen. Natürlich nur Alkohol und Tabak. Wer aber Cannabis in größeren Mengen besitzt, macht sich strafbar. Was soll diese Doppelmoral? Alkohol ist eine gesellschaftlich akzeptierte und legale Droge. Die Folgen werden auch von der Politik einfach hingenommen. Die CSU nennt das hier deutsches Kulturgut. Wie ist die Wiese für dich? Das ist geil. Viel Alkohol. Ist es deswegen geil? Nee, aber es sind auch viele nette Leute hier. Macht Spaß. Wie wäre es, wenn es auf der Wiese kein Bier mehr gäbe und kein Alkohol? Langweilig. Seid ihr das erste Mal auf der Wiesn? Nein, das vierte Mal. Das vierte Mal. Und wie ist es so? Klasse. Ja, wir können nicht so viele Fragen beantworten, das ist geheim. Okay. Nein, wir können gerne noch anfangen. Gäbe es auf der Wiesn kein Bier mehr und kein Alkohol, wie wäre das? Nein, nicht gut. Warum? Ja, das ist halt so ein, es gibt halt den Leuten das Gefühl, das macht mehr Spaß. Das macht tatsächlich mehr Spaß. Hemmungsloser? Ja. Also, Henrik. Henrik heiratet. Und gehört das einfach dazu? Ja, ja, zu München, ja, natürlich, auf jeden Fall. Oktoberfest gehört. Das ist die schönste Zeit im Jahr. Ja. Und zu Deutschland? Ja, ja, auch, auf jeden Fall. Oktoberfest verbindet man mit Deutschland, oder? Ja, auf jeden Fall. Im Ausland, ja, auf jeden, ja, Fall. Auf jeden, ja, Fall. Und wie wäre die Wiesn für euch, wenn es kein Bier gäbe und kein Alkohol? Kritisch. Das ist keine Wiesn für mich mehr. Nee. Warum? Na, der Alkohol gehört einfach dazu. Im Festzelt ist es nicht zu übersehen. Überall angetrunkene Menschen, gute Laune und Bier in Massen. Letztes Jahr flossen auf der Wiesn 6,1 Millionen Liter Bier. Sterne im Himmel, auf geht's! Ob die Leute auch so gut drauf werden, wenn es hier kein Bier gäbe? Ich glaube nicht. Dass die ganzen Leute anstatt von Bierkrügen Joints in den Händen halten. Das ist ein total komisches Bild, aber es wäre eigentlich kein Unterschied, nur dass es halt illegal wäre. Es entsteht schnell der Eindruck, dass Alkoholkonsum weniger gefährlich ist als der Konsum illegaler Drogen wie Cannabis, weil Alkohol legal ist. Das ist allerdings umstritten. Politiker wie Cem Özdemir oder Christian Lindner zum Beispiel sprechen sich klar für die Legalisierung von Cannabis aus, während CDU und CSU sich dagegen stellen. Aber Alkoholkonsum ist offenbar Teil deutscher Kultur, während Cannabiskonsumenten kriminalisiert werden. Das soll mir ein CSU-Politiker erstmal erklären. Am nächsten Tag treffe ich aber erstmal Simon vom YouTube-Kanal Open Mind. Grüß dich. Er ist so etwas wie ein Drogenaktivist. Er redet nicht nur über Drogen, sondern probiert sie auch aus und berichtet darüber in seinen Videos, um aufzuklären. Er macht aber auch Videos, in denen er die bisherige Drogenpolitik der Bundesregierung kritisiert. Also wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt, kommt man relativ früh zu dem Schluss, dass die jetzige Drogenpolitik eine absolute Katastrophe ist. Und da will ich halt so ein bisschen die Message spreaden, dass die Drogenpolitik nicht gut ist. Und was genau ist nicht gut an der Drogenpolitik, deiner Meinung nach? Also sie ist viel zu repressiv, also es wird viel zu sehr, viel zu viel Wert auf Verbote gelegt, anstatt dass man den Süchtigen hilft. Das Krasse ist ja bei jetzigen Cannabisverbot oder bei den Drogenverboten, dass Leute für etwas bestraft werden, obwohl es eigentlich moralisch nichts Verwerfliches ist. So quasi, man kann ein Bier trinken, man wird nicht bestraft. Und dann hat man, keine Ahnung, 10 Gramm Gras dabei und dann wird man bestraft. Obwohl die quasi niemanden was tun, bekommen die dafür eine Strafe. So, was ist da der Sinn dahinter? So, also das ist, ja. Oft bleibt es nicht bei einem Bier,
Auf der Wiesn 2016 zum Beispiel gab es insgesamt 316 Alkoholvergiftungen. Trotzdem sind Bier und Alkohol für die meisten nicht mehr wegzudenken. Ich finde es dann immer ein bisschen komisch, wenn die Leute sowas sagen wie, Alkohol gehört ja zu unserer Kultur. Es ist ja nicht nur so, dass Alkohol zur Kultur von Bayern gehört, sondern auch wirklich exzessives Saufen gehört zur Kultur, so quasi, weil die Leute sagen immer, also von den Politikern hört man immer Formulierungen, ja, das gehört zu unserer Kultur, ein Bier am Abend, so Feierabendbier, aber es ist ja quasi auch wirklich Teil der Kultur, dass man so viel säuft, dass man kotzt. Das ist einfach schon eine Eskalation, das ist kein vernünftiges Konsumieren mehr. Das ist schon auch Teil unserer Kultur. Simon ist für einen legalen, aber kontrollierten Cannabiskonsum. So kann seiner Meinung nach auch der Jugendschutz gewährleistet werden. Denn auf dem Schwarzmarkt wird weniger Wert auf Reinheit und Altersgrenzen gelegt. So argumentieren zum Beispiel auch die Grünen für eine kontrollierte Freigabe von Cannabis. Und warum glaubst du jetzt, dass die CDU und die CSU sich jetzt so gegen eine Legalisierung sperren, obwohl ja viele junge Leute und einfach auch viele Parteien, wie die FDP ja auch, sich dafür ausgesprochen haben? Ja, also die CDU ist einfach nicht offen für Argumente und nicht offen dafür, ihre Meinung zu ändern. Sie ist einfach komplett verschlossen. Und ja, wenn man sich das mal objektiv angucken würde, dann würde man sehr schnell zu dem Schluss kommen, dass es legalisiert gehört. Ist die Legalisierung von Cannabis so eine politische Frage, mit der sich Konservative erst anfreunden müssen? Geht es hier ums Prinzip? Alkohol ja, Cannabis nein. Ich verstehe diese Doppelmoral der Politik nicht und habe die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler von der CSU, damit konfrontiert. Reagiert hat sie leider nicht. Dafür ist der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Georg Nüßlein, zu einem Gespräch in Berlin mit uns bereit. Er hatte sich öffentlich gegen eine Freigabe von Cannabis ausgesprochen, vor allem wegen der gesundheitlichen Risiken. Für viele Deutsche gehört ja auch Cannabiskonsum zum alltäglichen Leben oder zu ihrer Kultur auch dazu. Und die fühlen sich eben ungerecht behandelt, dadurch, dass Alkohol eben erlaubt ist und Cannabis nicht und sie dadurch kriminalisiert werden. Da geht es nicht um Gerechtigkeit, sondern geht es um die Frage, was für Konsequenzen hat der tägliche und permanente Konsum von Cannabis. Und Cannabis ist eben keine Spaßdroge, sondern eine Einstiegsdroge mit durchaus wesentlichen gesundheitlichen Risiken, die darf man nicht übersehen. Und unter dem Gesichtspunkt sehe ich momentan überhaupt keinen Grund, warum man das legalisieren sollte. Und der Vergleich mit dem Alkohol verbietet sich, weil wenn man sagt, Alkohol ist auch kritisch, dann sage ich ja. Aber eben das ist kein Argument für Cannabis-Freigabe, sondern ein Argument davon, mit Alkohol sinnvoll umzugehen. Sind Tabak und Alkohol Spaßdrogen? Immerhin sterben jährlich rund 74.000 Menschen an den Folgen ihres Alkoholkonsums oder dem kombinierten Konsum mit Tabak. Auch Cannabiskonsum kann gefährlich werden, vor allem für die Psyche. Durch Cannabis allein wurde aber noch kein Todesfall dokumentiert. Nun gut, man schadet sich selber, man schadet aber auch seinem Umfeld, denn letztendlich hat es gesundheitliche Folgen. Wir haben eine verminderte Alltagskompetenz, wir haben auch zurückgehende mentale Fähigkeiten, insbesondere wenn Jugendliche Cannabis konsumieren. Das ist sehr, sehr kritisch und zu sagen, man schadet niemand, ist falsch. Man schadet sich selber, seinem Arbeitgeber, seinem Umfeld, also das würde ich so nicht sehen. Aber das ist ja bei Alkohol auch der Fall. Ja, und was soll das Argument heißen? Wenn ich hier einen Schaden verursache, muss ich ihn an einer anderen Stelle nochmal verursachen, oder wie? Nee, also für mich wäre, glaube ich, die logische Konsequenz, entweder man verbietet das eine oder man erlaubt das andere. Damit das auf einer Höhe ist, aber es sind beides Drogen. Und nicht unmittelbar wirklich Logik. Ist es eine Frage der Logik, der Kultur oder der Gesundheit? Wirklich zu beantworten ist das nicht. Herr Nüßlein hat recht, Drogenkonsum hat immer gesundheitliche Risiken, aber sowohl von illegalen als auch legalen Drogen. Ich kann immer noch nicht beantworten, warum jemand, der einen Joint raucht, bestraft werden soll, aber jemand, der ein Bier trinkt, nicht. Es gibt viele Gründe, Cannabis zu legalisieren. Es gibt aber viele Gründe, Alkohol zu verbieten, weil Drogen niemals ungefährlich sind. Zum Beispiel für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren kann es zu Entwicklungsstörungen kommen, wenn sie regelmäßig Drogen konsumieren. Aber warum ist Alkohol legal und Cannabis illegal? Herr Nüßlein sagt, dass Alkohol Teil deutscher Kultur ist. Aber Leute wie Simon finden auch, dass Cannabis Teil deutscher Kultur ist. Und ist dieser Kulturbegriff überhaupt ein guter Indikator dafür, ob man Drogen legalisieren sollte oder nicht? Wir werden sehen, ob Cannabis irgendwann legalisiert wird oder Alkohol verboten.
Bis dahin, ciao.